Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns den neuen Mac Blackhorn an. Wie der so ist und was er so kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, eigentlich sollte ja heute das Video kommen, in dem ich mal so ein bisschen über meine, also euch diese Frage bezüglich der Montagen beantworte, warum es dieses Format eigentlich gibt und so weiter und so fort. Wurden mir immer mal wieder Fragen gestellt. Allerdings wusste ich nicht, dass heute ja schon das Embargo für den Blackhorn fällt und das bedeutet, ich muss das Video natürlich vorziehen. Das Video zur neuen Waffe Overdriver kommt dann am Wochenende auf Englisch und dementsprechend kommt dann am Freitag das Video, das eigentlich heute kommen sollte. Und das Video, für das ihr im Community Post abgestimmt habt, das kommt dann nächste Woche. So viel mal dazu. Aber ja, meine Freunde, ein weiterer Mech steht vor der Haustür. Und was soll ich sagen? Es ist mal wieder ein Vierbeiner. Arachnos ist Schrott, und Scorpius ist nur mit Helix 16 gut. Und mit Blackhorn bekommen wir nun einen Vierbeiner, der tatsächlich Potenzial hat. Blackhorn ist ein Tank mit einer Energiekapazität von 32. Das ist dahingehend schon mal was Besonderes, da Tanks normalerweise immer über 24 Energiekapazität verfügen. Er stellt also die Ausnahme von der Regel dar. Haken wir zunächst mal das Technische ab. Blackhorn ist 19 km/h schnell, verfügt über zwischen 12.000 und 227.300 Lebenspunkte, je nachdem auf welchem Level ihr den Mech habt. Seine Energiekapazität liegt, wie eingangs erwähnt, bei 32 und seine Fähigkeit nennt sich Barrikade. Der Name ist hier übrigens Programm. Blackhorn setzt ein Schild, der 11,5 auf 10 Quadratmeter groß ist und tatsächlich als Barrikade dient. Das bedeutet, weder ihr selbst noch der Gegner könnt diesen Schild durchlaufen. Der Schild hält 7 Sekunden an, kann aber auch zerstört werden. Mit etwas über 500.000 Lebenspunkten ist Blackhorns Schild nach dem Kuppelschild von Aegis und dem unzerstörbaren Schild von Panther also der drittstärkste Schild im Spiel. Das ist aber noch nicht alles. Der Schild schützt euch, wie Aegis Kuppelschild auch, vor feindlichen Debuffs wie zum Beispiel dem Sturmsprint von Surge. Auch Nomads lassen sich mit diesem Schild hervorragend aufhalten. Einen ziemlich würzigen Bonus hat Blackhorns Barrikade aber noch. Und zwar wird der Schaden eurer Waffen um 30% geboostet, wenn ihr einen Gegner durch das Schild hindurch trefft. Damit sind wir wieder an einem Punkt angelangt, an dem die einseitige EM-Rival oder Railgun ein One-Shot für so ziemlich jeden Mech außer Bastion bedeutet. Die Abklingzeit beträgt 9 Sekunden und kann natürlich mit Implantaten verringert werden. Apropos Implantate. Für Blackhorn gibt es sage und schreibe 5 verschiedene Implantate. Der Stärkungszonenboost, der den Schaden, den ihr verteilt, wenn ihr eure Gegner durch die Barrikade hindurch trefft, noch einmal um 30% verstärkt. Die Barrikadenhaltbarkeit, die den Lebenspunkten eurer Barriere nochmal einen Boost von bis zu 50% gibt. Die Barrikadenabklingzeit, die im Prinzip das gleiche macht wie die reguläre Abklingzeit. Die Barrikadendauer, die einfach nur die Fähigkeitsdauer eures Mechs erhöht, ähnlich wie das Fähigkeitsdauerimplantat, eigentlich genauso. Und die Stärkungszonengröße, die Barrikade noch einmal um 50% vergrößert. Das habe ich übrigens auf dem Testsurfer getestet und konnte keine Vergrößerung feststellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Live-Surfer auch so sein wird, ob das jetzt ein Bug ist oder nicht. Müssen wir gucken, wenn er da ist. Spielen kann man den Mech auch mit eigentlich allem, was das Herz begehrt, mit Railgun, EM-Rival, Stormrack, was ihr wollt. Die einzige Waffe, die sich für den Mech nicht eignet, sind Helix, Javelin, Mortar oder Fuse Mortar. Auch die Savant würde ich hier nicht spielen, da die Projektile dieser Waffe oft einen hohen Bogen machen und somit nicht durch eure Barrikade geboostet werden können. Ja, meine Freunde, was haltet ihr vom neuen Blackhorn? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.